Deine. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pfötchen sucht Händchen. Und noch was ist heute neu, wir sind nämlich das erste Mal im Tierheim in Wiesbaden. Draußen herrscht regelrechtes Hundewetter, deswegen haben wir uns hier reinverzogen ins Kleintierhaus. Und ich werde Ihnen jetzt zusammen mit der Tierheimleitung das Tier mal ein bisschen erstmal vorstellen. Also mein Name ist Nadine Bernardi, ich leite seit 5 Jahren das Tierheim hier in Wiesbaden. Wir sind ein sehr großes Unternehmen, würde ich fast sagen. Also wir haben 17 Angestellte, Festangestellte. Wir haben immer so einen Bestand bei den Kleintieren um die 230 bis 250 Tiere. Kleintiere, sprich, da gehören die Wasserschildkröten dazu, da gehören überhaupt allgemein Reptilien dazu, Kaninchen, Meerschweinchen, Rennmäuse, Degus, Chinchillas, ich sag mal jede Art von Ziervögelchen, die wir haben. Und natürlich auch die Wildtiere zählen zu dem Kleintierbereich. Und wie jedes andere Tierheim halt auch, haben wir Hunde und Katzen. Und da sind wir im Moment bei 60 Hunden und bei so um die 70 bis 80 Katzen. Okay, ist ja ein recht großes Tierheim. Wie kann sich sowas finanzieren? Also hauptsächlich finanzieren wir uns wie alle anderen Tierheime oder Tierschutzvereine durch Spenden und Erbschaften. Wir kriegen natürlich einen einmaligen Obolus von der Stadt Wiesbaden pro Einwohner, ich weiß gar nicht, 40 Cent oder ich müsste jetzt lügen, um da was sagen zu können. Natürlich deckt das nicht die vollen Kosten, die wir haben. Und deswegen sind wir natürlich auch dringlich auf Spenden und Erbschaften angewiesen. Wie lang sind die Tiere durchschnittlich hier? Das ist ganz schwer zu sagen, finde ich persönlich, weil es kommt auch immer auf die Tiere drauf an. Eine Wasserschildkröte wird länger da sein, wie jetzt ein nettes Kaninchen beispielsweise, weil halt für Wasserschildkröten einfach der Markt nicht so da ist. Viele kaufen die sich halt super süß und klein. Die gibt es ja überall, wenn man die sieht, ja. Und die Leute denken dann halt, die bleiben so klein, aber die bleiben nicht so klein. Die wachsen halt trotz alledem und dann landen die halt schneller mal bei uns, um wieder eine geeignete Stelle zu finden. Wo die halt auch Land und Wasser haben, ist halt immer sehr schwer. Also ich sag mal, wenn das wirklich nette Tiere sind in der Regel, ja, jetzt ausgenommen jetzt von den Reptilien oder so, ja, dann bleiben die in der Regel, würde ich sagen, so um die durchschnittlich 2,5 bis 3 Wochen da. Okay. Aber es ist halt leider so, dass es halt mittlerweile so ist in allen Tierheimen. Ich kenne ja auch so die Umliegenden hier in der Gegend, wir haben ja auch dieses gemeinsam besser. Denen geht es nicht anders wie uns, also es werden halt vorzugsweise halt nicht die netten abgegeben, die super top vermittelbaren. Also es gibt durchaus Tiere, die auch schon längere Jahre da sind? Auf jeden Fall. Das sind dann halt die sogenannten verhaltensauffälligen Tiere oder dominante Tiere, die halt so ein bisschen eigen sind, kann man vielleicht eher sagen. Egal, ob das jetzt das bissige Kaninchen ist, ja, was wir haben, oder die bissige Katze oder halt der Hund, der nicht so ganz einfach zu handeln ist oder einzuschätzen ist, der nicht zu jedem direkt hinrennt und freundlich ist. Ja. Und das ist halt unser täglich Brot, muss ich leider Gottes sagen. Es sind halt immer die Abgabetiere. Bei den Fundtieren erlebt man irgendwie häufiger, dass das sind meistens sehr nette, umgängliche Tiere. Bei den Hunden ist es so, wenn ein Fundtier reinkommt oder ein Fundhund, wird er in der Regel in den nächsten Tagen, in den Folgetagen schon wieder abgeholt. Wenn sich da keiner mehr meldet, kann man auch davon ausgehen, dass da keiner ist. Und bei den Katzen ist es ein bisschen schwieriger, wenn die Leute halt mal im Urlaub sind oder halt die Katze mal eh on Tour ist. Ja. Aber da haben wir auch wiederum Fundtiere und Abgabetiere, genauso wie auch bei den Kleintieren. So viel zum Tierheim, jetzt schauen wir uns ein paar Tiere an. Ja, jetzt sind wir bei den Katzen. Und wen haben wir denn da? Das ist unser Pepe. Der ist von 2010 ungefähr. Ist ein Fundtier, kam zu uns, ist seit Dezember letzten Jahres bei uns. Hatte am Anfang ganz massiv Probleme mit Durchfall, was wir aber relativ gut in den Griff bekommen haben. Nee, bleib mal hier. Durch Futter. Also das heißt, wenn man ihm nicht ständig irgendwas zwischendurch gibt oder halt wirklich bei einer Futtersorte bleibt, dann kommt er ganz gut damit klar. Ist ein Freigänger und ist eigentlich auch ein ganz, ganz netter. Ja. Der sitzt nur einzeln bei uns, weil wir das halt hier mit dem Futter einfach nicht kontrollieren können. Ja. Okay. Sprich also, ja, um dem halt wirklich das nur zu geben, was er auch verträgt. Also an sich versteht er sich auch mit anderen Katzen. Habt ihr das schon ausprobiert? Wir haben es noch gar nicht ausprobiert. Er war am Anfang ziemlich lange in der Krankenstation, weil das wirklich sehr unangenehm war mit dem Durchfall vor allem. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt sitzt er schon seit 2 Monaten dort. Probieren wir es einfach mal hier in der Buchte. Und hier hat er sich dann einigermaßen wieder gefangen, muss ich sagen, ja. Und seitdem, wir haben auch nichts Kompatibles, jetzt was Nettes oder so. Ja, die sind alle so ein bisschen eher Einzelgänger momentan. Aber er ist vor allem sehr nett mit Menschen, muss ich sagen. Also auch für Kinder wäre es Also Kinder ab einem gewissen Alter, sicherlich, ja. Okay. Ganz klein ist halt immer so die Sache, muss man bei jeder Katze, egal ob sie kennt oder nicht. Aber ich denke mal, so ein 12, 13, 14 Jahre alt dürfte überhaupt kein Problem sein. Wegen dem Durchfall braucht er jetzt spezielles Futter? Also er kriegt normales Trockenfutter,
von Royal Canin, ein bisschen hochwertigeres Trockenfutter, sagen wir jetzt mal, ja. Und er kriegt Nassfutter-Sensitivity, das ist halt für sensible Katzen. Mhm. Das kriegen sie auch in jedem Fressnapf, aber es sollte halt schon das Nassfutter sein, nicht eben nichts Beliebiges. Und damit kommt er eigentlich auch sehr gut klar. Und sehr verschmust ist er, haben wir festgestellt. Ja, also sehr interessiert an seiner Umwelt auf jeden Fall. Ich sag mal, viele Katzen haben ja erstmal die Panik, wenn fremde Leute in der Buchte rumrennen, aber er war ja erst am Anfang ein bisschen kritisch, ja, und beäugt einen dann so ein bisschen und kommt ja dann auch direkt raus. Ja, von diesem Schmusekater gehen wir jetzt als nächstes zu Tess. Ja, was ist Tess denn für eine Rasse? Tess ist ein sogenannter Listenhund, ja, ein Staffordshire Terrier, ist eine Hündin, ist von 2009, ist leider schon seit 2011 bei uns, ja, weil Tess hat halt einen sehr starken Trieb, Spieltrieb, also alles, was sich bewegt. Bewegungsreize nennt man das in der Fachsprache. Mhm. Sprich, wenn jetzt ein Bällchen kullern würde, dann wäre Tess vom Kopf her nur bei dem Bällchen und wie es am schnellsten kriegen könnte. Mhm. Und dessen ist Tess halt auch nicht geeignet für Leute mit kleinen Kindern oder überhaupt Kindern, eher Jugendliche, das wäre noch akzeptabel. Weil ich sag mal, wenn natürlich so ein Hund sie anspringt, ist das was anderes von der Kraft her allein schon, ja, als ein ganz normaler Hund, ja, der vielleicht einfach nur mal die Pfote hochmacht. Da ist schon Power dahinter und sie meint das ja auch gar nicht böse. Aber es ist halt einfach so. Sie ist sehr sportlich, hat Power ohne Ende, ist sehr lebensfroh, würde ich sie bezeichnen. Und kommt halt auch ganz schlecht bei uns hier im Tierheim klar. Wie versteht sie sich mit anderen Hunden? Das ist ganz schwer zu sagen, weil wir haben die am Anfang bei uns in der Anlage mitstehen gehabt, mit einem anderen Hund zusammen. Und Tess war eigentlich nur damit beschäftigt, Löcher zu buddeln, wie so out of order, sage ich jetzt mal. Also wirklich, die war nur an ihrem Loch da und hat sich überhaupt nicht für ihre Umwelt interessiert. Und uns war das einfach, erstens geht das nicht, dass die solche Löcher bis nach China buddeln. Das ist schon mal das Erste. Und zweitens wussten wir halt auch nicht, wie sie dann irgendwann mal reagiert, wenn wirklich mal der Rüde auch dahin will, ja. Mhm. Und wirklich ernsthaft mal gucken will, was da Sache ist. Oder irgendein Pfleger oder so, ja. Grund dessen, weil sie halt auch überhaupt nicht damit aufgehört hat, ja, haben wir sie dann aus der normalen Anlage rausnehmen müssen. Und wir mussten sie halt jetzt erstmal einzeln die ganze Zeit stellen, in der alten Anlage. Also für hundeerfahrene Leute, die sich auch viel bewegen. Die sportlich sind, die vielleicht auch schon ein bisschen Ahnung von Hundehaltung an sich haben. Ich sag mal, die auch gewillt sind, vielleicht Hundeschule zu besuchen, denen das einfach ein bisschen Spaß macht, mit ihrem Hund zusammen zu arbeiten. Ja. Sie kennt Katzen, das ist vielleicht schon mal ein Vorteil für Tess. Kaum zu glauben, weil sie kennt sie. Ja. Ich denke mal, wenn das ein ausgeglichener, beschäftigter Hund ist, der auch vom Kopf her ein bisschen beschäftigt wird, das heißt also nicht nur 5 Stunden Marathon, sondern wirklich auch ein paar Suchspiele oder so, wo die wirklich mitarbeiten muss. Und wenn das ein Herrchen ist, was auch, oder ein Frauchen meinetwegen auch, ein bisschen Ahnung hat, wie man so einen Hund zu führen hat, ja, dann ist das bestimmt ein ganz toller Hund, ein ganz toller Kollege fürs Leben. Ja, jetzt sind wir hier im Katzenhaus und hier ist Pepper bei uns. Wie alt ist Pepper denn? Pepper ist von 2006, ist ein eigentliches Fundabgabetier. Also die Leute haben den wohl gefunden, haben den bei sich aufgenommen. Und er wurde dann leider Gottes, weil sie wollten ihn halt als Wohnungskatze halten, relativ zügig. Bis wir im Gesicht dran gehen, dann springt er auch nicht runter. Der mag sanften Körperkontakt, unser Pepper. Weil er dann als Wohnungskatze gehalten werden musste bei den Leuten, die ihn auch gefunden haben, ist er halt unsauber geworden und die Leute haben ihn dann hergebracht, ja. Das war so im Mai 2012 ungefähr. Problem, was Pepper hat, also der hat mehrere Baustellen, leider Gottes, obwohl er halt so nett, unwahrscheinlich nett ist und so sensibel, also ist eher so ein sensibler Kater, der eher so ruhig, ganz bedacht eher so ist, eher vorsichtig, ja, wie auch eben so mit dem Kopf, so nicken, ja. Die anderen würden eher lieber mal mit dem Bällchen rumfetzen, ja, aber er ist eher echt so ein ganz sanftmütiger Typ, würde ich mal sagen. Bei uns ist er auch unsauber, bei uns ist er aber auch eingesperrt. Also wenn wir den vermitteln würden, wäre am günstigsten eine Möglichkeit wie ein Innenhofbereich, wo der mit rausgehen könnte oder eine große Terrasse oder so. Weil zu allen Macken, die er sonst hat, also bis auf die Unsauberkeit, hat er halt auch noch Pfiff, also das Katzen-Aids. Mhm. Ist positiv. Okay. Das tut ihm jetzt so erstmal keinen Abbruch, weil das muss nicht ausbrechen. Tut es ja auch nicht, bei uns auch nicht. Und was er halt noch hat, das kann ich Ihnen gleich mal zeigen. Ja, komm mal rum. Der hat eine Futtermittelallergie. Oder auch wenn er Stress hat oder denkt, er wird nicht genug beachtet, fängt er an, sich, sehen Sie das? Zu belecken. Wie auch, das hat er eben schon wieder gemacht, ja. Weil egal, ob jetzt zu stressig oder nicht beachtet, das ist alles so wie Neurodermitis, könnte man sagen. Da fangen die Leute da auch an, einfach sich zu kratzen. Und wie gesagt, der hat eine Futtermittelallergie. Der kriegt halt für Allergikerfutter
Aber nur das Nassfutter, weil das Trockenfutter schmeckt ihm nicht. Sieht auch nicht so appetitlich aus, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Aber man sollte halt schon dabei bleiben, wobei ich denke, dass er das, wenn er ein Zuhause hat, wo er sich wirklich wohlfühlt, ja, gar nicht mehr so extrem hat mit dem Stress. Weil es ist ja wirklich ein sehr sanfter, kuschelbedürftiger, liebenswerter Kerl. Und das hat er halt hier nicht, das muss ich ganz klar sagen. Ja. Also das fehlt ihm, denke ich. Ja, wir hoffen, wir finden ein liebevolles Zuhause für ihn. Und als nächstes werden wir zu den Kleintieren gehen. Ja, jetzt zum Schluss sind wir nochmal im Kleintierhaus und ich bin hier mit Christina Riedel, die uns jetzt ein paar Kleintiere vorstellen wird. Ja, also das hier sind unsere Dekus. Wir haben sehr viele Dekus im Tierheim. Dekus sind Nahrungsspezialisten und müssen in Gruppen gehalten werden. Man fängt so eine Gruppe an von 2 bis 4 Tieren. Man kann natürlich aufwärts, wenn man genug Platz hat, auf jeden Fall noch mehr Tiere nehmen. Mhm. Sind immer so im Gruppenverband halt. Wir haben meistens gleichgeschlechtliche Tiere, weil die Kastration von den männlichen Tieren ein bisschen risikohaft ist. Ja, ansonsten sind Nahrungsspezialisten, gibt es nur in Chile, sind Gebirgstiere und brauchen daher sozusagen nährstoffarme Nahrung. Okay. Wie kamen sie hierher? Also das sind jetzt Abgabetiere, weil die vermehren sich auch sehr rasant. Mhm. Und da ist es dann halt auch so, dass diese Tiere halt eine sehr hohe Tragezeit haben, weil die Tiere schon nach dem zweiten Tag an die Babys zu fressen. Mhm. Die haben eine Tragezeit von 92 Tagen. Also wird das auch nicht sofort bemerkt, wenn man mal falsche Geschlechterbestimmung gemacht hat. Und dann sind dann alle Weibchen meistens tragend. Also die Lebenserwartung ist so im Durchschnitt 6 bis 8 Jahre. Man sollte sie nicht in der Wohnung laufen lassen, weil sie sind extrem nager. Sprich, alles, was Holz oder Plastik ist, wird durchnagt. Deshalb darf man auch also die Tiere nur in Metallkäfigen oder in Plexiglas, aber ja nicht in einen einfachen Holzkäfig. Okay. Und wie zutraulich sind die? Also diese hier, die sind besonders zutraulich. Man sieht hier, dass die auch sozusagen schnuppernd hier rankommen. Natürlich, wenn die nicht daran gewöhnt sind an den jeweiligen Menschen, dann können die sehr scheu sein. Von diesen kleinen, ungewöhnlichen Tieren gehen wir jetzt zu noch kleineren Tieren, nämlich zu den Rennmäusen. Was ist denn die Eigenart von denen? Also Wüstenrennmäuse sind ganz empfindlich, was Gerüche betrifft. Also man sollte sich nicht mit Parfüm vorneweg ansprühen oder mit parfümierter Seife. Da können die ganz empfindlich drauf reagieren. Sollte man ein Tier länger als eine Stunde rausnehmen, von dem anderen getrennt, dann erkennen die sich nicht mehr und dann gibt es richtig Streit. Okay, also auf jeden Fall auch mehrere Tiere zusammen? Also man hält die immer zu zweit und meistens, man kastriert die eigentlich nicht. Es gibt zwar auch solche, die man kastrieren kann, aber da ist das Kastrationsrisiko einfach zu groß. Man nimmt immer gleichgeschlechtliche. Und diese beiden, wie alt sind die? Die sind ungefähr so 2-3 Jahre alt. Wie lange leben sie? Also man sagt so zwischen 2 und 5 Jahren können die alt werden. Und was bei der Haltung noch irgendwie zu beachten, brauchen die besonderes Futter oder einen großen Käfig? Oder? Sie brauchen ganz viel Grabmöglichkeiten, vor allen Dingen Chinchilla, Badesand zum Reinigen des Fells. Und es sind Kräuterfresser, also ganz viele getrocknete Kräuter, die mögen Heu. Und wie gesagt, die graben sehr gern. Also man sollte sehr hohe Terrarien am besten nehmen, damit sie richtig buddelkistenmäßig da sich betätigen können. Alles klar. Jetzt schauen wir uns noch ein Kaninchen an. Hier ist unser Felix. Das ist ein Riesenkaninchen. Also diese Kaninchen, die werden sehr groß. Er ist noch ein Jungtier und wächst auch noch von Juni 2012. Die wachsen 12 Monate, also da hat noch ein bisschen Platz. Ist sehr zahm, vor allen Dingen sind solche großen Rassen sehr gemütlich und daher gut für Kinder geeignet. Er ist auch total lieb zu Kindern und bräuchte natürlich noch einen Partner. Er ist kastriert, weil wir die Böckchen immer kastrieren und so können die immer mit einer Dame zusammen sozusagen leben und das tut ihnen auch eigentlich ganz gut.
Und ist es eher ein Wohnungskaninchen oder für draußen auch geeignet? Auch für draußen vor allen Dingen geeignet, wenn man große Laufgehege hat. Er kann natürlich, wenn er nach drinnen gewöhnt wird, auch stumm reingemacht werden. Also man kann die auch ein bisschen dressieren und sozusagen ein paar Rituale mit denen machen. Sie begreifen das schon. Was kriegt der für Futter? Also Kaninchenfutter, vor allen Dingen ganz wichtig, immer Heu anzubieten. Das ist so Hauptnahrung, ab und an mal ein bisschen Stroh. Das fressen die auch manchmal ganz gern. Alles, was Gemüse ist, außer Kohl, da sollte man vorsichtig sein, weil da kriegen sie Blähungen davon. Man sollte kein Getreide füttern. Es gibt ja so handelsübliche Getreide und Pellets und so. Das ist nicht ganz so gut, sondern getreidefreies Futter. Dauert es lange, ein Tier an Artgenossen zu gewöhnen? So circa 10 Tage. Bei manchen geht es auch schneller. Also wir vergesellschaften hier auch die Tiere im Tierheim. Das ist auch zurzeit kostenfrei. Kann dann der Besitzer sozusagen sein eigenes Tier hier mit dem neuen Kaninchen sofort wieder mitnehmen. Und es wird sehr gerne angenommen. Das glaube ich gern. Ja, das war es auch schon wieder mit unserer Folge von Pfötchen sucht Händchen hier aus dem Tierheim in Wiesbaden. Kommen Sie doch einfach mal vorbei oder informieren Sie sich auf der Homepage nochmal. Das Tierheim Wiesbaden freut sich. Tschüss und bis zum nächsten Mal.